Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In einer meiner früheren Folgen habe ich euch ja bereits gezeigt, wie ihr kostenlos Bildbearbeitung auf dem Chromebook mit Photopea machen könnt. In meiner heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP auf eurem Chromebook installieren könnt. Um GIMP auf eurem Chromebook zu installieren, gehen wir hier rechts unten einfach in den Einstellungsbereich und aktivieren zunächst die Linux Beta, und zwar hier. Auf meinem Chromebook habe ich die Linux Beta bereits aktiviert. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Linux Beta bei euch aktiviert, dann schaut euch einfach das oben verlinkte Video an. Das geht ganz einfach und ja, ich habe euch das dort erklärt, wie ihr die Linux Beta aktivieren könnt. Wenn ihr die Linux Beta aktiviert habt, dann gehen wir hier links unten mal auf den Launcher, machen den Launcher dann auch ein bisschen größer und gehen hier weiter nach unten, und zwar in den Bereich, wo die Linux Apps drin sind. Und dann klicken wir da einmal drauf und haben hier das Terminal. Das Terminal haben wir hier auch im Schnellzugriff hier oben, aber ich möchte euch natürlich auch einmal den Weg dorthin zeigen. Und dann öffnen wir das Terminal und müssen verschiedene Kommandos eingeben, um GIMP zu installieren. Das erste Kommando ist sudo apt update. Das zweite Kommando ist sudo apt install flatpak. Das dritte Kommando ist sudo flatpak remote-add --if not exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpak-repo. Und das Ganze bestätigen wir dann mit Enter. So, und im letzten Schritt installieren wir nun GIMP, und das machen wir, indem wir sudo flatpak install flathub org.gimp.gimp eingeben und das Ganze mit Enter bestätigen. Jetzt fragt er uns, ob wir das Ganze installieren wollen, und das bestätigen wir mit Y für Yes und Enter, und jetzt installiert er GIMP. Ich habe euch diese ganzen Befehle übrigens auch in die Videobeschreibung gepackt. Schaut da doch gerne mal rein. Das Ganze könnt ihr mit Steuerung C kopieren und ihr könnt es mit Steuerung Shift V könnt ihr das Ganze dann auch in dem Linux Terminal einfügen. Das Ganze macht es natürlich um einiges einfacher, so dass ihr nicht alles abtippen müsst, sondern dass ihr einfach aus der Videobeschreibung heraus die Kommandos bei euch einfügen könnt und dann GIMP beispielsweise installieren könnt. So, und das war auch schon die Installation von GIMP. Das Ganze ist jetzt abgeschlossen, wie man hier auch sehen kann. Installation oder Installation Complete. Und um GIMP jetzt einfach einmal zu starten und uns das mal anzugucken, gehen wir links unten hier auf den Launcher, machen das Ganze hier auf dem Pfeil ein bisschen größer und klicken wieder nach ganz unten und haben hier wieder die Linux-Apps. Und hier sehen wir auch schon dieses GIMP-Logo, GNU Image Manipulation Program. Und das können wir jetzt mit dem Linksklick ganz einfach öffnen. Ja, und so sieht dann GIMP auf dem Chromebook aus. Das Ganze kann ich jetzt auch mal hier ein bisschen größer machen und habe dann hier die Möglichkeit, ganz normal mit GIMP zu arbeiten. Ich mache das Ganze jetzt hier auf meinem Acer Chromebook 514. Der hat ja jetzt nur eine Pentium-CPU mit 8 GB Arbeitsspeicher. Das geht natürlich noch besser. Das heißt, also man kann es starten und es funktioniert hier auf jeden Fall. Aber auf einem schnelleren Chromebook kann es natürlich sein, dass man damit ein Stück weit besser arbeiten kann. Aber so oder so habt ihr die Möglichkeit, eben mit GIMP kostenlos Bildbearbeitung auch auf dem Chromebook zu machen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie das funktioniert. Wenn ich euch in einem ausführlicheren Video einmal zeigen soll, wie man mit GIMP arbeitet, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich würde das Ganze jetzt hier an der Stelle noch einmal schließen und euch zeigen, wie man das Ganze wieder deinstallieren würde. Wenn ihr GIMP deinstallieren möchtet, dann gebt hier einfach sudo flatpak uninstall org.gimp.gimp ein und bestätigt das dann mit Enter. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht, weil ich GIMP auf dem Chromebook behalten möchte. Aber so könntet ihr das Ganze dann auch wieder von eurem Chromebook runterschmeißen. Ich hoffe, dass euch dieses Video weitergeholfen hat und dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos an, beispielsweise das Video zu LibreOffice, wie ich das installiert habe. Und ich habe natürlich noch viele weitere Videos gemacht, auch viele Unboxing-Videos. Welche Programme oder welche Spiele möchtet ihr denn gerne mal auf dem Chromebook sehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und dann mache ich auch dafür mal ein Video, damit ihr seht, wie ihr das ein oder andere Programm oder Spiel auf dem Chromebook starten könnt. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.